The Bible says, submit yourself to God. Die Bibel sagt, unterwerfe dich Gott. So the word of God today is simply, submit yourself to God. Deswegen ist das Wort heute einfach, unterwerfe dich Gott. And so please, I would like us to turn our Bible to the book of James. Deswegen schlagen wir jetzt bitte auf zusammen den Brief des Jakobus. The book of James, chapter 4, and I want to read from the verse number 6. Also Jakobus Kapitel 4 ab Vers 6. It says, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Und in Vers 7 geht es dann weiter so, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. When we look at these scriptures, there are four characters that is unveiled to us here. Und wenn wir diese Schrift anschauen, da sehen wir vier verschiedene Charaktere, die hier offenbart werden. Number one, God. Nummer 1, Gott. Number 2, the proud. Nummer 2, den Stolzen. Number 3, the humble. Nummer 3, den Demütigen. And number 4, the devil. Und Nummer 4, der Teufel. Amen. Glory be to God. Amen. And so here, James gives us a very important point to consider. Und hier gibt uns also Jakobus einen sehr wichtigen Punkt, den wir uns mal vor Augen halten sollten. He says, God gives more grace. Und da steht, Gott gibt mehr Gnade. So what God does is he gives to us more grace. Also was Gott tut ist, er gibt uns mehr Gnade. And secondly, God resists the proud. Und zum Zweiten, Gott widersteht den hochmütigen Stolzen. But he gives his grace to the humble. Aber er gibt dem Demütigen seine Gnade. Now here we see the association between God and the humble. Und hier gibt es also dann die Beziehung zwischen Gott und dem Demütigen, the devil and the proud, und dem Teufel und dem Hochmütigen. And so we realize that the grace of God is given to those who are humble. Und deswegen sehen wir, dass die Gnade Gottes denjenigen gegeben wird, die demütig sind. Amen. Amen. So everything that God has. Also alles, was Gott hat, everything that God ordained for man to receive, und alles, was Gott vorherbestimmt hat, dass der Mensch es empfängt, is that which indwells Christ. Ist das, was in Christus lebt. And so, in other words, whatever God has attributed to man is what he calls grace. Und in anderen Worten ist das, was Gott dem Menschen als Label zugesprochen hat, nennt die Bibel Gnade. And so God, because he only have grace to give unto man, und da Gott dem Menschen eigentlich nur diese Gnade gegeben hat, and so there's a particular character that the man needs to have in order for him to receive that which God has, which is the grace of God. Und deswegen braucht der Mensch einen bestimmten Charakterzug, den er benötigt, damit er diese Gnade empfangen kann. Amen. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. And so we realize here that James is actually revealing to us that the grace of God is personified in the person of Jesus Christ. Und wir wissen hier, dass die Gnade Gottes Person Gestalt annimmt in der Person Jesus Christus. Now when we look at scriptures we realize that whenever a man takes the posture or the position of a pride, of proud. Ja, genau, also wann immer, und wir wissen aus der Bibel auch, wann immer der Mensch diese Position des Stolzes einnimmt, destruction follows. Dann folgt darauf in kurzer Zeit die Vernichtung. But we need to then understand, who is the proud or who is the humble? Wir müssen aber verstehen lernen, wer ist denn jetzt eigentlich der Stolze und wer ist der Demütige? You know, because when we look at this verse, we then think that God gives grace as something that
increases or increases in our lives. Also wenn wir den Vers jetzt erstmal flüchtig lesen, dann sehen wir, denken wir, dass Gott Gnade gibt in der Form, dass es irgendwie mehr wird mit der Zeit. Now Jesus Christ is the grace of God. Und Jesus Christus ist die Gnade Gottes allerdings. And God has given to us Christ as his grace. Und Gott hat uns Christus gegeben als seine Gnade. But in this scripture the Bible says he gave more grace. Aber in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, steht drin, er gibt mehr Gnade. So what does that mean, that if God has given grace and grace is the person of Christ, how will he then give us more grace? Also wie soll das dann funktionieren, wenn Gott uns Gnade gibt und Gnade ist die Person Jesus Christus, wie soll er dann mehr davon geben? You know, everything, there's one thing we need to understand. Also da gibt es eine Sache, die wir erstmal verstehen müssen. That according to grace, according to God, we have been positioned spiritually. Also entsprechend Gott, also nach seiner Meinung, oder er hat uns spirituell, geistlich positioniert. But through the Spirit of God, we are being repositioned mentally. Aber durch den Geist Gottes werden wir auch in unserem Sinn neu positioniert. Spiritually, we have received the grace of God. Also geistlich haben wir die Gnade Gottes empfangen. But mentally, we are still deficient of the grace of God. Aber im Sinn, also hier oben, sind wir immer noch verlustig der Gnade Gottes. Because the mind will need to know the grace that has been given. Denn der Sinn muss die Gnade, die er bekommen hat, erstmal kennen. Because grace is given to us or administered to our mind through the knowledge of Christ. Denn diese Gnade wird unserem Sinn mitgeteilt durch die Erkenntnis Jesu Christi. And so when James says God gives more grace, und wenn dann also jetzt Jakobus sagt, Gott gibt mehr Gnade, is a reference to the knowledge of Christ. Dann bedeutet das eins zu eins die Erkenntnis Jesu Christi. Is a reference to all what Christ has become to us. Und das bezieht sich auf all das, was Jesus Christus für uns geworden ist. From his incarnation to the throne. Also von seiner Geburt bis zum Thron. There's been something that happened in the life of Christ. Da gab es dann etwas, was im Leben Jesu Christi passiert ist. Whose actuality is in our knowledge of it. Dessen Aktualität einfach darin liegt, dass wir das wissen, also in unserem Erkennen liegt. Amen. So his crucifixion. Also es geht von seiner Kreuzigung. His death. Seinem Tod. His burial. Sein Begräbnis. His quickening. Die Auferstehung. His raising. Also sein Lebendigwerden und sein Auferstehen. Und dann seinen Platz nehmen. Now all these events constitute the grace of God given to us, because all that happened to him happened to us. Genau, und all dieses zusammengepackt stellt die Gnade Gottes dar, und alles, was Jesus passiert ist, passierte dann auch uns. But we don't know the knowledge of what has happened to Christ. Aber wir wissen nicht, was Jesus passiert ist. And so, in order for our soul to benefit of that which God has already done for us as his grace to us, our soul needs to know. Das ist wichtig, dass unsere Seele das erkennt, nämlich all das, was Gott vollendet hat, was in Christus passiert ist. Amen. Amen. Glory be to God. So there's no contradiction, right? Also gibt's da in Wirklichkeit kein Widerspruch. Versteht ihr das? Given grace. Wir haben Gnade empfangen. God has given grace to all. Und zwar hat Gott die Gnade allen Menschen zuteil werden lassen. Even those who doesn't know him. Auch denen, die das nicht wissen. Because everyone that received from God was in Christ. Denn alle, die von Gott empfangen, sind in Christus. But not everybody is experiencing the benefits of the grace given. Aber nicht alle erfahren, profitieren davon, von dieser Gnade, die ihnen zuteil geworden ist. Amen. That's why Peter tells us in 2 Peter 1, the verse number 2,
that peace and grace multiply unto thee through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. So grace and peace multiplies through the knowledge of Christ. Und deswegen steht im zweiten Petrusbrief, dass Gnade and Gnade und Frieden sich vervielfältigen im Leben eines Christus durch die Erkenntnis Jesu Christi. Amen. So in your spirit and my spirit, also in deinem und in meinem Geist, we don't grow in grace. Da wachsen wir nicht in der Gnade. Because all that grace entails is already embodied in us. Denn alles, was zu dieser Gnade gehört, ist schon bei uns eingepflanzt. So that's why we say, Christ is in you. Und deswegen sagen wir, Christus ist in dir. But your mind doesn't have the knowledge of the Christ that is in you. Aber dein Sinn weiß nichts davon, nichts von diesem Christus, der in dir ist. And so your mind and my mind needs to be educated. Und deswegen muss dein Sinn und mein Sinn gebildet werden. It needs to learn Christ. Wir müssen Christus lernen. Amen. Amen. So, in order for us to receive more grace. Und damit wir dann mehr Gnade empfangen, we need to have the disposition of the humble. Müssen wir die Geisteshaltung, die Haltung des Demütigen haben. The humble is he that is teachable. Der Demütige ist der, der sich unterrichten lässt. The humble is he that is submissive to Christ. Der Demütige ist der, der sich Christus unterordnet. And so Paul tells us in Ephesians 4, the verse number 20, und Paulus sagt uns in Epheser 4, Vers 20, that we have been called to learn Christ. Dass wir dazu berufen sind, Christus zu lernen. Because Christ is the personified or the personification of grace. Denn Jesus ist die Personifizierung der Gnade. So if we need more grace in our lives, und wenn wir dann also mehr Gnade in unserem Leben benötigen, if we need more power in our lives, und wenn wir mehr Kraft brauchen in unserem if we Leben, want to have more impact in this world, und wenn wir mehr Einfluss haben wollen auf unsere Welt, there's one thing we all need. Dann gibt es eine Sache, die wir alle brauchen. The knowledge of Christ. Das Wissen, die Erkenntnis Jesu Christi. Because when we know Christ, und dann, wenn wir Christus kennen, we then discover what Christ has become to us. Dann erkennen wir auch, was Jesus Christus für uns geworden ist. Because from the incarnation to the throne, denn von seiner Geburt bis zum Thron, it was the operation of the Father. Das war alles dann das Wirken des Vaters. Now it was God in Christ, es war Gott, der in Christus gewirkt hat, bringing Christ to the place that we today we define ourselves to be. Der nämlich dadurch Christus an den Ort gebracht hat, in dem wir uns heute auch befinden. So what Christ was made unto, also was Christus dann geworden ist, is actually who we are today. Ist das, wer wir heute in Wirklichkeit sind. He was made the righteousness of God. Er wurde zur Gerechtigkeit Gottes, so that you and I can be the righteousness of God. Damit du und ich die Gerechtigkeit Gottes sein können. He was made free from sin, er war befreit von der Sünde, so that you and I can be without sin. Damit du und ich ohne Sünde sein können. Amen. He was made alive, er wurde lebendig gemacht, so that you and I can be today the life of Christ. Damit du und ich heute das Leben Christi sein können. So everything that Christ has become, also alles, was Christus geworden ist, is who we are. Ist das, was wir heute sind. So how do we learn Christ? Also wie lernen wir jetzt Christus? We learn Christ through perception. Wir lernen Christus durch Wahrnehmung. Because what you perceive, denn was du wahrnimmst, is who you are. Ist das, was du, wer du bist. Because your perception gives you your consciousness. Denn deine Wahrnehmung gibt dir dein Bewusstsein. Now, if Christ has become the righteousness of God, und wenn Jesus die Gerechtigkeit Gottes geworden ist, I am conscious of being righteous. Dann bin ich mir dessen bewusst, dass ich gerecht bin. If Christ has become my life, wenn Jesus lebendig geworden ist, I am conscious of being alive. Dann bin ich bewusst, der Tatsache bewusst, dass ich auch lebendig bin. So the knowledge that grace gives, also das Wissen, das die Gnade vermittelt, is not information.
Es ist dann nicht Information, it's revelation. Sondern es ist Offenbarung. Because as Christ is, so are we. Denn so wie Christus sind, so sind wir heute. And so how do we learn him? Und wie lernen wir ihn jetzt? The Holy Spirit reveals to us who he is. Der Heilige Geist offenbart uns, wer er ist. Which is the essence of grace. Und zwar, das ist der Kern der Gnade. And so we receive him as a gift. Und so empfangen wir ihn als Geschenk. So every information that is given to us through the revelation of Christ is actually a revelation of who we are. Und so ist jedes Stück Information, das wir bekommen, durch die Offenbarung ein Indiz dessen, wer wir sind. Amen. And so the Bible says that God gives more grace to the humble. Und so sagt die Bibel, dass Gott mehr Gnade gibt dem Demütigen. Amen. So it is only when we assume the posture of being teachable and submissive to Christ that grace increases in our lives. Und es geht dann eben nur so in dem Maße, wie wir demütig sind und lehrbar sind und uns unterordnen Christi, dass diese Gnade in uns wächst in unserem Leben. Amen. Amen. You know, this is very important because these few months we've been talking how can we practicalize that which has been given to us. Und das ist vor allem wichtig in dem Kontext, den wir die letzten Wochen behandelt haben, nämlich wie können wir ganz praktisch daran gehen an diese Veränderung, unseren Glauben einsetzen. Amen. Glory be to God. It is awesome to know God has given you everything. Es ist also wahnsinnig zu wissen schon mal, dass Gott dir alles gegeben hat. It is great. It calls for celebration for us to know our position spiritually. Und das ist etwas, da muss man eigentlich feiern, wenn wir erkennen, was unsere geistige Position eigentlich ist. But that which has been given, if it has no effect in our mind, we cannot walk in the benefits of it. We cannot walk experiencing that which has been given. And so after some time, we come into frustration. Und deswegen, also wir können nur das ausleben von dem, was wir wissen, ja, und was in unserem Sinn verankert ist. Und wenn wir das nicht tun, dann kommen wir irgendwann in so einen Punkt der Frustration an. Amen. And so when we get frustrated, und wenn wir dann eben frustriert sind, we say it doesn't work. Dann sagen wir, das ganze Ding mit dem Glauben, das funktioniert nicht. Amen. You see, but grace is abstract. Dann sagen wir so, oh, Gnade ist so ein abstraktes Konzept. So, I'm just trying to break it down so that it shouldn't be abstract anymore. Und wir versuchen das jetzt hier irgendwie so zu in Stückchen zu zerlegen, dass es nicht mehr so abstrakt ist. The grace of God is very practical. Die Gnade Gottes ist eigentlich ziemlich praktisch. When it is settled in our heart through the knowledge of Christ. Denn wenn die Gnade in unserem Herzen angekommen ist durch das Wissen um Christi, we walk into the realm of experience. Dann kommen wir ganz automatisch in diese Sphäre der Erfahrung dessen. Because you cannot experience what you don't know. Du kannst nämlich das nicht erfahren, was du gar nicht erst weißt. And so the knowledge that God is talking about is talking about our consciousness. Und deswegen geht es hier bei dem Wort Wissen darum um unser Bewusstsein. Amen. It's not information only. Es ist also nicht nur bloße Information. It would benefit us to know that we are free from sin. Also es wird uns nicht nutzen, wenn wir einfach nur auf dem Papier wissen, wir sind frei von Sünde. We must be conscious that we are free from sin. Es muss in unser Bewusstsein kommen. Wir müssen bewusst sein, dass wir befreit sind von Sünde. Because your consciousness of the reality of your state in Christ will produce an experience which is undeniable. Denn das Bewusstsein um deine Position in Christus wird eine Erfahrung hervorbringen, die du einfach nicht leugnen kannst. Amen. Glory be to God. And so this is the reason why the Bible tells us in Hosea 4, the verse number 6, that my people are destroyed for lack of knowledge. Und deswegen steht in Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. My people. Mein Volk. Those that God has given grace to. Das sind diejenigen, denen Gott Gnade gegeben hat. Now if he calls them his people. Und wenn er sie jetzt
sein Volk nennt, it means they belong to him. Dann heißt das, sie gehören ihm. He has given to them all that they need for life and godliness. Und er hat ihnen alles gegeben, was sie zum Leben brauchen und zur Göttlichkeit. But he says they are destroyed. Aber er sagt, die kommen um. For lack of knowledge. Weil sie keine Erkenntnis haben. Because the grace of God is transferred to us in the realm of our mind through the knowledge of Christ. Denn die Gnade Gottes wird transferiert, also uns übertragen in unserem Sinn durch die Erkenntnis Gottes. Amen. It's great, you know, we hear wonderful messages from the pulpits. Also wir hören da immer wunderbare Predigten. You know, if the content of the message is not Christ, it will just help you to be stimulated, entertained, but you are not transformed. You can't stand the challenges of life because you don't know who you are. You can only know who you are through the knowledge of Christ, because God has ordained that who Christ is who we are. So when we discover Christ, we discover who we are. So that is why the emphasis of our message from yesterday till tomorrow will always be Christ, because in Christ our self is revealed. Amen. Amen? Und wenn du dann in diesen Predigten sitzt und so, und es geht jetzt nicht dann im Kern um Christus, dann ist das ja nett und stimulierend, aber es hilft dir nicht ein bisschen zu erkennen, wer du bist. Denn wer du bist, ist der, der Christus ist. Und deswegen predigen wir von morgens bis abends Christus, damit wir erkennen können, wer wir wirklich sind. Glory be to God! Hallelujah! So you know why we just talk about Christ? Ja, und deswegen reden wir immer nur über Christus. You know, in Isaiah 5, the verse 13, in Jesaja 5, Vers 13, it says, my people are gone into captivity because they have no knowledge. Da steht sogar drin, dass mein Volk in die Gefangenschaft geraten ist, weil sie kein Erkenntnis haben. So when there is no knowledge of Christ, denn da, wo es kein Wissen über Christus gibt, we are held captive. Da sind wir in Gefangenschaft. Captive by fear. Und zwar Gefangenschaft durch Furcht, captive by worry, durch Sorge. Amen. We oppress. Wir sind unterdrückt. Glory be to God, because we have no knowledge of Christ. Denn wir haben keine Erkenntnis Christi. When we know who we are, wenn wir wissen, wer wir sind, and we are established in our true identity, which is derived from our knowledge of Christ. Und wenn wir gegründet sind in unserer wahren Identität, die auf dem Erkennen Christi basiert, we are far from oppression. Dann sind wir weit, weit weg von Unterdrückung. Amen. Amen. Glory be to God. We're far from oppression. Dann sind wir weit, weit weg von Unterdrückung. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Thank you, Father. Danke, Vater. And so Paul, James tells us, also zurück zu Jakobus. He says, God resisted the proud. Da steht, Gott widersteht den hochmütigen Stolzen. God resist. Gott widersteht. You know, God does not only give, he also resist. Also ist euch bewusst geworden, dass Gott nicht nur gibt, er widersteht aber auch? Amen. He resists the proud. Er widersteht dem Stolzen. So who is the proud? Also wer ist dann jetzt der Stolze? I just want to give a very simple definition. Ich möchte euch eine ganz einfache Definition geben. The proud, der Stolze, is the one who denies, ist derjenige, der leugnet, the knowledge of Christ. Und zwar leugnet das Wissen, die Erkenntnis Christi. Amen. Ganz einfach. Is the ignorant. Es ist der Ignorante. The unstable. Der Instabile. When you refuse the knowledge of Christ, wenn du die Erkenntnis Christi leugnest. Now, we're not talking about you refusing Christ, also wir reden jetzt nicht darum, dass du Christus ablehnst. Because, you know, we hear about Christ, okay, denn wir hören Christus. Oh, he's holy. Und wir hören, dass er heilig ist. He's righteous. Er ist gerecht. He's great. Er ist super. He's awesome. Er ist prima. But when they say the Christ that you say he's holy, aber wenn dann der Christus, von dem wir sagen, dass er heilig ist, his holiness is reflected in you. Und zwar seine Heiligkeit dann plötzlich in dir reflektiert sein soll,
As he is holy, so are you. Denn so wie er heilig ist, so bist du auch heilig. He said, no. Dann sagst du plötzlich nö. Amen. Your heart of pride top in. Dann kommt nämlich dein stolzes Herz und springt dazwischen. But you, for you, you think you're being humble. Aber du denkst, du bist total demütig. Because you are not submitting to God. Und das, der Grund ist, dass du Gott dich nicht unterordnest. Amen. So Paul says, submit yourself unto God. Und deswegen sagt Paulus, unterwerfe dich, unterordne dich Gott. God gives grace. Gott gibt Gnade. And his grace is that all that which is in Christ is also in you. Und seine Gnade drückt sich so aus, dass alles, was in Christus ist, auch in dir drin ist. And so everything that is in Christ, we are called to submit ourselves unto. Und allem dessen, was in Christus ist, zu dem sind wir berufen, uns dort unterzuordnen. And so when we refuse, und wenn wir das einfach dann ablehnen, we are proudful. Dann sind wir stolz und hochmütig. And so Peter tells us in 2 Peter 3, the verse number 16. Und im 2. Petrus 3, Vers 16 steht. 2 Peter 3, the verse number 16. 2. Petrus 3, Vers 16. Ich sage immer, 2. Petrus ist leicht zu finden, er kommt gleich nach dem 1. Petrus. 2. Petrus 3, Vers 16. It says, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable reck, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Amen. The unlearned and the unstable is a reference to the proud. Die Unwissenden und die Ungefestigten, das ist eine weitere Referenz oder eine weitere Umschreibung des Stolzes. Because Peter talks to us that which follows is destruction. Denn Petrus schreibt hier, das, was dann danach kommt, ist die Zerstörung. And so we know through the you know, the words of Solomon that destruction follows pride. Und aus den Sprüchen Salomos wissen wir, dass das Verderben dem Stolz folgt. Amen. And so God is calling us to have a posture of receiving the knowledge of Christ. Und deswegen Paulus dazu auf, eine Grundhaltung einzunehmen, die Erkenntnis Christi zu empfangen. Then he tells us, resist the devil and he will flee from you. Und dann sagt er, widerstehe dem Teufel und er wird fliehen. Resist the devil. Widerstehe dem Teufel. And he will flee from you. Und dann flieht er vor dir. Now, in this context, we realize that there is a correlation, there is a relationship between the pride and the devil. Und in diesem Kontext sehen wir, dass es eine Wechselbeziehung gibt zwischen dem Stolzen und dem Teufel. And the humble and God. Und dem Demütigen und Gott. Amen. And so he says, resist the devil. Deswegen sagt er, widerstehe dem Teufel. And the devil will flee. Und der Teufel wird fliehen. Now, how do we resist the devil then? Wie widerstehen wir jetzt dann dem Teufel? Amen. How do we resist him? Wie widerstehen wir? Now, we need to understand that grace comes to us through knowledge. Wir müssen wieder verstehen, Gnade kommt durch Erkenntnis. And the knowledge of Christ. Und zwar die Erkenntnis Christi. And so when we stand on the knowledge of Christ, und wenn wir also auf der Erkenntnis Christi stehen, we resist the devil. Dann widerstehen wir dem Teufel. So the resistance to the devil, also das Widerstehen des Teufels, is for us to stand in the knowledge of Christ. Das bedeutet, in der Erkenntnis Christi zu stehen. Amen. Amen. Glory be to God. Now let me show it to you. Lass mich das hier nochmal zeigen. Because for some of us we were ready to fight. Einige von uns sind bereit, dazu diskutieren. So let's turn our Bible to the book of John 8, the verse 44. Lass uns in Johannes Kapitel 8 gehen.
Vers 44. Now Jesus is speaking to the Pharisees. Hier spricht Jesus zu den Pharisäern. Please let us look at it. Lass uns das mal anschauen. It says, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. Da steht, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. He was a murderer from the beginning. Er war ein Menschenmörder von Anfang an. And abode not in the truth. Und steht nicht in der Wahrheit. And abode not in the truth. Und steht nicht in der Wahrheit. And abode not in the truth. Und steht nicht in der Wahrheit. Because there is no truth in him. Denn in ihm ist keine Wahrheit. When he speaketh a lie, wenn er eine Lüge redet, he speaketh of his own, dann spricht er aus seinem eigenen. For he is a liar and the father of it. Denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Now, one of the character of the devil, also einer der Charakterzüge des Teufels, he doesn't abide in the truth. Er hält sich nicht in der Wahrheit auf. Come on. He doesn't abide in the truth. Er bleibt nicht in der Wahrheit. So how do you resist him? Also wie widerstehst du dem Teufel? Because James says, resist him and he will flee. Denn der Jakobus sagt, widerstehe dem Teufel und er wird fliehen. No, he doesn't abide in the truth. Na, und der Teufel, der bleibt nicht in der Wahrheit. Und der Teufel bleibt nicht in der Wahrheit. And so resist him and he will flee. Und widerstehe ihm und er wird fliehen. So when you abide in the truth, also wenn du in der Wahrheit bleibst, dann flieht er. We are four, right? Ja. Amen. Wir haben gekämpft, huh? Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Halleluja. So when you abide in the truth, also wenn du in der Wahrheit bleibst, the devil flee from you. Dann flieht der Teufel von dir. You don't need to fight him. Du musst ihn nicht bekämpfen. There is nothing we can do against the truth, but for the truth. Und es gibt nichts, was wir für die Wahrheit tun können, außer die Wahrheit. The good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens is to hold on to the truth. Ist an der Wahrheit festzuhalten. And since the devil cannot abide in the truth, he will flee. You don't need to tell him to go. You only need to hold on to the truth. And he leaves you alone. Und weil er nicht in der Wahrheit bleiben kann, wird er fliehen. Du musst ihm also nicht sagen, in Jesu Namen verschwinde, sondern bleib einfach in der Wahrheit. Oh, und dann stiehlt er sich davon. You see why God resists the proud? Und du siehst, warum Gott den Stolzen widersteht? Nein, wir müssen was machen. We have to do something, we have to go. There's nothing you have to do. Da gibt's nichts, was du tun musst. The only thing you need to do is to hold on to the truth. Das Einzige, was du tun musst, ist an der Wahrheit festhalten. Accept that as Christ is, so are you. Akzeptiere das, so wie Christus ist, so bist du. Amen. Amen. As a testimony. Also als Zeugnis. I've forgotten the time in which I was oppressed. Ich habe die Zeiten vergessen, in denen ich bedrängt war. Amen. Since I got this revelation. Seitdem ich diese Erkenntnis bekommen habe. I, the whole of my house. Und never woke up one day and my child said, Father, ich hab. No, no. It's just because of the truth. The truth is in my house. Amen. The fact that I know I am one with him, the devil has no place. Es gibt nicht einen Tag, wo es irgendwie so gekrisselt hat, geistlich, denn in dem Moment, wo er die Wahrheit erkannt hat, ist die Wahrheit in seinem Haus drin. The proud will tell you, you know, the devil will only follow those who are hot. Und der Stolze wird ja sagen, der Teufel folgt nur denen, die heiß sind. When you are hot for God, the devil will fight you. If you are not hot, he won't fight you. Also der Teufel erzählt dir, wenn er folgt nur denjenigen, die für Gott brennen, ja. Und wenn du für Gott nicht brennst, dann lässt dich der Teufel in Ruhe. The time of ignorance we must put aside. Also wir müssen die Zeit unserer Unwissenheit einfach mal zur Seite legen. The gospel is simple. Das Evangelium ist sehr einfach. And it's only the simple that receives it. Und es sind nur die einfach Eingestellten, die es empfangen. Amen. So everything that Christ has become. Also alles, was Christus geworden ist. You know, Christ is. Also Christus ist. He was. Er war. And he will ever be. Und er wird für immer sein. And so Christ
that was holy, also Christus, der heilig war, Christ that was righteous, der gerecht war, Christ that was free from sin, der frei von der Sünde war, he walks into humanity. Der kam in das menschliche Leben hinein. In the likeness of our sinful flesh, er hat sich umhüllt in dem Bild unseres, mit unserem sündigen Fleisch, that he may relate with our fallenness, damit er im Konflikt gerät mit unserem gefallenen Sein. For the purpose of reversing it. Und zwar zu dem Zweck, um es umzukehren. So that all that which he has become, damit alles das, nämlich dann, was er geworden ist, is what God defines us today. Zu dem wird, wie Gott uns heute definiert. This is what the grace of God is. Und das ist die Gnade Gottes. Halleluja. So we need to know these things. Und wir müssen diese Dinge einfach wissen. So that our mind is sound. So damit unser Sinn gesund ist. And we can be transformed. Und we can be transformed. Und wir transformiert werden können. Through the exchange life. Durch den Austausch, also das ausgetauschte Leben, das wir haben. Amen. Because grace has exchanged what we were to who he is today, so that we will receive who he is and be transformed to exactly who he is. And how are we transformed? We are transformed by the renewing of our mind, the putting in of a new knowledge about ourselves. Und die Gnade hat bewirkt, dass wir ausgetauscht und das, was wir früher hatten als Leben, wurde ausgetauscht in das, was wir heute sind. Und dieser Austausch funktioniert durch die Erneuerung unseres Sinnes, dass wir uns dessen bewusst werden. Amen. Resist the devil. Widerstehe dem Teufel. Amen. What does the devil primarily does? Was tut der Teufel normalerweise? The Bible says he's a liar, right? In der Bibel steht, er ist ein Lügner. When he speaks. Wenn er spricht, he speaks lies. Dann spricht er Lügen. And so what does lies does to you? Und was tut Lügen mit dir? He accuses. Er klagt dich an. That's why he's called the accuser. Deswegen nennt man ihn den Ankläger. He accuses you of not being in the truth. Und er klagt dich an, dass du nicht in der Wahrheit bist. You're not righteous. No. Und er sagt, du bist nicht gerecht. Na, ah. Ja, das stimmt. Und dann sagst du, ja. For whatever he says is an accusation against your position that God has given to you in Christ. Was immer er sagt, ist ein Angriff auf die Position, die dir Jesus Christus gegeben hat. So your position is not determined by your experience. Und deine Position hängt nicht von deiner Erfahrung ab. It's determined by the truth. Und zwar, es hängt nur von der Wahrheit ab. No matter what mistakes you have done, egal welche Fehler du gemacht hast, when you stand on the truth, wenn du auf der Wahrheit stehst, he flee. Dann flieht der Teufel. Glory be to God. He also, flee. Dann flieht der Teufel. And so what are we called to do? Und deswegen, was sollen wir tun? How are we to resist the devil? Wie sollen wir dem Teufel widerstehen? By abiding in the truth. Indem wir in der Wahrheit bleiben. And so that is why he says, you know, James tells us. Und deswegen sagt uns Jakobus. He says, submit yourselves therefore to God. Deswegen steht da, unterwerft euch, unterordnet euch Gott. Now you realize that the emphasis is self, identity. Und da ist der Fokus auf Selbst, also auf Identität. He says, submit yourself. Da steht also, unterwerfe dich selbst. Amen. Subject yourself under Christ. Ordne dein Selbst Christus unter. Define yourself by Christ. Definiere dein Selbst durch Christus. Submit yourself. Unterwerfe dein Selbst. Unto God. Und zwar unter Gott. Amen. Amen. It is good for the soul to be filled with truth. Und es ist gut für die Seele, wenn sie mit Wahrheit gefüllt ist. Amen. Because when we know the truth about ourselves, denn wenn wir die Wahrheit über uns selbst wissen, the truth that we know set us free. Dann wird die Wahrheit, die wir kennen, uns freisetzen. And so James tells us a secret about the Father. Und die Jakobus sagt uns hier ein Geheimnis über den Vater. He says the Father gives more grace. Und er sagt, der Vater gibt mehr Gnade. And he resists the proud. Und er widersteht dem Stolzen. And so those that are humble,
Und diejenigen, die demütig sind, they have come to accept their oneness with Christ. Das sind diejenigen, die akzeptieren, dass sie eins mit Christus sind. And as a result, they become resistant to the devil. Und als Resultat werden sie resistent gegenüber dem Teufel. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Amen. Effortless. Und das ist ganz, ganz problemloser Sieg. Amen. Glory be to the Father. Ehre sei dem Vater. We walk in the truth. Wir wandeln in der Wahrheit. And therefore the powers of darkness has no power over us. Und deswegen haben die Mächte der Finsternis keine Kraft üben, keine Macht über uns. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Now we remember when Jesus stood before Pontius Pilate. Und wir erinnern uns an die Stelle, an der Jesus vor Pontius Pilatus stand. Pontius Pilate asked him, what is the truth? Pilatus fragte ihn, was ist Wahrheit? He didn't answer. Und Jesus hat darauf keine Antwort gegeben. Because the truth overcomes any challenges in this life. Denn die Wahrheit überkommt alle Herausforderungen, die es im Leben gibt. From that moment, ab dem Moment, he went through betrayal, da ist er dann durch Verrat gegangen. He was accused falsely, da wurde er fälschlich angeklagt. He was pitifully, er wurde he was geschmäht. Er wurde angespuckt, but he stood. Aber er stand. Why? Warum? Because he stood on the truth. Weil er auf der Wahrheit stand. And what happened? Und was ist passiert? We can witness the resurrection. Wir können die Auferstehung erleben, sehen. No matter what challenge you are going through, es spielt keine Rolle, durch was du gehst gerade. If you stand on the truth, wenn du auf der Wahrheit stehst, it may seem as if you are being overwhelmed. Dann kann es so aussehen, als ob du überrannt worden bist. But the resurrection is guarantee. Aber die Auferstehung ist garantiert. Because the devil can do nothing against the truth. Denn der Teufel kann nichts gegen die Wahrheit tun. How did he disarm principalities and powers? Wie hat er die Mächte und die Gewalten entwaffnet? By the power of the truth. Durch die Kraft der Wahrheit. The Bible says he nailed the ordinances. On the cross. Die Bibel sagt, er hat die Gesetze, die Ordnungen ans Kreuz genagelt. Which was contrary to us. Und zwar alle diese, die uns entgegenstanden. Amen. It was contrary to our identity. Und zwar diejenigen, die unserer Identität gegenüberstanden. It's a reference to the law. Und das ist eine Referenz auf das Gesetz. And he resurrected. Und Jesus ist auferstanden. And he became the reference to who we are. Und er ist der Referenz geworden von dem, was wir geworden sind. So who, oder was wir sind. Who you and I are today, also wer wir heute sind, is not according to the ordinances of the law, entspricht nicht den Regelungen des Gesetzes, but is according to the resurrected Christ. Sondern es geht um den es basiert auf den wieder auferstandenen Christus. Glory be to God. This call for celebration. Und das ist doch ein Grund zum Feiern. This is what the grace of God is all about. Und darum geht es mit der Gnade the Gottes. The one who defeated the grave, defeated hell, he rose again and he's declared that as from that moment he will never die again. This is the one who defines you and I. Now, if you walk with this mentality, if this truth is ministered to your mind and you walk with this mentality in your actuality, come on, how will your world look like? Also there is no obstacle. Wenn du dir vor Augen hältst, derjenige, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, das Leben gebracht hat und diese Person jetzt in dir lebt und wenn du das in deinem Kopf drin hast, wie wird dann dein Leben aussehen? How will you walk? Wie wirst du dein Leben gestalten? This is the desire of my heart. Und das ist mein Herzenswunsch, to build people that sees no opposition in this world. Leute aufzubauen und auszurüsten, die keinerlei Widerstand sehen whatever in dieser Welt. You want to do, was immer du tun willst, do it. Dann tu es einfach. You succeed. Und du wirst Erfolg haben. There's no opposition. Da gibt es keinen Widerstand. Oh, it seems so simple. Es scheint alles so einfach. You don't need counseling session. Du brauchst da eigentlich keine Seelsorgesitzungen. Amen. You only need your mind to be changed. Du musst nur deinen Sinn verändern. That
That's why religion doesn't like this, I tell you. Deswegen mag die Religion das nicht. Because it cut off reliance on the pastors, on the prophet, on the apostle, on the evangelist. It gives you now the responsibility of walking as a son of God. And when you realize that you are a son of God, then you know that God has entrusted unto you all that it takes for you to succeed. Amen. So you become an encourager to the pastors. Come on, I want to hear more cries. Und deswegen brauchst du eigentlich gar nicht also die Pastoren und die Seelsorger und wer da alles dir als Krücke auf dem Weg hilft. Denn das brauchst nur wissen, wer du bist in Jesus. Und dann wirst du nämlich anfangen, aus deinem Bewusstsein, wer du bist, aus deinem Wissen um Christus, anfangen, den Pastor zu ermutigen. Ja, und sagst so, komm, erzähl mir noch mehr von Christus. Glory be to God. Thank you, Father. That's why we speak unto our soul. Und deswegen sprechen wir zu unserer Seele. Why are you disquieted within me? Warum bist du so beunruhigt in mir drin? Receive the knowledge of Christ. Empfang die Erkenntnis Christi. Why are you in darkness? Why are you clouded in darkness? You need to know who Christ is. So whenever you know who Christ is, you wake up in the light of that knowledge and you realize that which was a mountain before you, you cry like Zerubbabel, that you will become as a plain, because there will be a voice that will shout, grace, grace, grace. Und in dem Moment, wo du aufwachst und entdeckst in deiner Seele, dass dein Berg oder wer du bist, dann wird dieser Berg, der die ganze Zeit vor dir gewesen ist, einfach plötzlich da sein wie eine Ebene. Und du wirst nur dieses Wiederkallende hören, Gnade, Gnade, Gnade. Glory be to God. Thank you, Father. Danke, Vater. Submit yourselves unto God. Dann unterwerfe dich, unterordne dich Gott. Submit yourself unto the grace of God. Unterwerfe dich der Gnade Gottes. And your life will never be the same again. Und dein Leben wird niemals wieder so sein wie früher. Amen. Amen. Because that which is in your mind, denn das, was in deinem Sinn ist, will be translated into an experience. Wird dann in eine Erfahrung gewandelt. Glory be to God. Eben. You see, when we talk about God. Denn wenn wir über Gott sprechen, we're talking about his grace, dann sprechen wir über seine Gnade. And when we talk about his grace, und wenn wir über seine Gnade sprechen, we're talking about his peace, dann sprechen wir auch über seinen Frieden. And so Jesus says, the peace that I give to you, not like the world gives. Und er sagt, Jesus sagt, der Friede, den ich euch gebe, der ist nicht so, wie die Welt gibt. So when grace is established, und wenn nämlich die Gnade gegründet ist, peace, dann ist auch der Friede präserviert. Peace preserves that which grace has given. Und die Gnade, der Friede, der präserviert das, was die Gnade gegeben hat. So that's why they walk both together. Und deswegen arbeiten die beiden Hand in Hand. So grace cannot increase without peace. Und die Gnade kann nicht wachsen ohne Frieden. Because when we talk of peace, we're talking of rest. Denn wenn wir von Frieden sprechen, dann reden wir über Ruhe. No matter the external turbulences, your inner being is at rest because the knowledge of Christ has been established in your mind. And since the knowledge of Christ is the grace of God comes with the peace of God. So you rest in the midst of turbulence. You see, we are stressful. We are completely in disarray. It's because we haven't received in our mind the knowledge of grace. When we get the knowledge of grace, we enter into that place of peace. Deswegen, wenn die Welt um dich herum turbulent ist und auseinanderzufallen droht, dann kannst du trotzdem in ihm ruhen, denn in deinem Sinn kennst du die Gnade und die Gnade, die kommt Hand in Hand mit dem Frieden Gottes. Und deswegen kannst du auch, wenn alles um dich herum chaotisch ist, in Ruhe sein und Frieden haben. Halleluja. Glory be to God. So from this day forward. Also von diesem Tag an. Now as we have positioned ourselves to receive the grace of God. So wie wir uns jetzt positioniert haben, um die Gnade Gottes zu empfangen. To know more about Christ. Und das geht, indem wir mehr über Christus wissen. What he has become to us. Was er für uns geworden ist. We know that we're going to walk in peace. Dann wissen wir, dass wir in Frieden wandeln werden. And the peace will be the platform for the manifestation of a life
that cannot be defeated. Und der Friede ist die Plattform für ein Leben, das nicht besiegt werden kann. Glory be to God. Let's be on our feet. Lass uns aufstehen.